Hallo, liebe Freunde des gepflegten Apfeltalks. Wir haben uns mal wieder hier zusammengefunden. Ich begrüße heute den Michael auf seinem Sofa in seiner Wohnung. Und der begrüßt jetzt mich. Ich begrüße dich, Jesper. Hallo. Auf meinem Sofa in meiner Wohnung. Dankeschön. Dass ich 35 Stockwerke hoch. Ne? Ja, aber heute musstest du nicht runterrennen. Ne? Nee, diesmal nicht. Ich hatte ja schon mal das ein oder andere vergessen. Beispielsweise mal mein iPhone im Auto vergessen. Das ist nicht so gut, das da zu lassen. Das wird ja von außen sofort gesehen. Dann zack, Scheibe und dann rausholen damit. Ja. Oder auch ein Stativ, auch blöd, wenn man das unten lässt. Da muss man halt runterrennen und wieder raufrennen. Und dann kann man erstmal eine halbe Stunde nicht atmen. Und das ist besonders schlecht, wenn man so eine Sendung hat, die 45 Minuten dauert. Ja, also. Und vor der Kamera ist Atmen ja immer schlecht. Und die Mikros. Ne? Heute haben wir übrigens, nach der letzten Sendung gab es ja heftigste Kritiken an dem sogenannten schlechten Ton. Das lasse ich natürlich als Radiomensch nicht auf mir sitzen. Also heute hat Jesper ganz brav wieder auf Studioton gestellt im Hangout. Wir freuen uns also auf eure Kommentare, die das auch feststellen und behaupten, dass der Ton diesmal gut ist. Er ist gut. Wir haben es schon gecheckt. Kerstin, unsere Bildregisseurin, auch wieder dabei heute. Man sieht sie nicht. Sie hat auch eben schon gesagt, wir sind gut zu hören. Wir sind gut sowieso und gut. Auch zu hören. Eigenlob ist immer auch eine feine Sache. Machen wir auch gerne. Ja, aber wir sind ja gar nicht so sehr da heute, um über uns zu reden, sondern wir sind heute da, um über iOS 6.1 zu reden, hauptsächlich, und natürlich über den möglicherweise anstehenden Jailbreak desselben. Mhm. Das hatten wir ja angekündigt. Und immer wenn Jailbreak-Themen im Forum hochkommen, aber überhaupt auch generell im Netz, gibt es eine enorme Bewegung. Wir hatten, vielleicht erinnerst du dich dran, im Dezember gab es eine Ankündigung für einen Jailbreak von iOS 6.0.1. Und das schlug enorme Wellen. Auch wir haben darüber berichtet. Allerdings fairerweise muss man sagen, oder was heißt fairerweise, wir haben da sehr sorgfältig recherchiert, unsere Kolleginnen und Kollegen. Die haben nämlich alles auch in Frage gestellt, dass das möglicherweise gar kein echter Jailbreak ist und einfach ein Fake. Und am Ende stellte sich heraus, war es auch ein Fake. Ein sogenanntes soziales Experiment. Der unbekannte Mensch wollte einfach mal gucken, wie viele Follower generiert man denn, wenn man einen Jailbreak ankündigt. Mhm. Ja. Und ich finde sowas ja sehr fragwürdig. Er hat natürlich viele Follower generiert, aber gebracht hat es nichts. Und ich glaube, also ein echtes Experiment ist das auch nicht wirklich. Das ist ja klar. Wenn ich ankündige, nächste Woche veröffentliche ich Nacktfotos von Angela Merkel, dann werden auch 100 Millionen Follower da gucken. Und bringt auch nichts. Ja, ja, nee, oder das auch bringt nicht. Ja. Es will auch niemand sehen, auch ehrlich gesagt. Nein. Also, wir reden über iOS 6.1, kam diese Woche raus, ich glaube am Dienstag, ich weiß gar nicht mehr, oder Montag schon, nee, Montag war es schon. Sonntag habe ich nämlich noch einen Artikel geschrieben bei Apfeltalk, Beta erschienen. Und diese Beta war schon so, dass man sie installieren konnte, ohne einen Developer-Account haben zu müssen. Was ich aber natürlich gemacht habe, weil wir einen Developer-Account haben, wegen der neuen iPhone-App für unser Apfeltalk-Forum. Und dann habe ich mir das schön mühselig darauf gezogen und installiert und gemacht und getan. Und dann zack, nächsten Tag war es ja frei zu empfangen. Naja, egal. Die Frage war, das habe ich jetzt gar nicht mehr verfolgt, ob die offizielle Version dann identisch war? Oder? Ja. Achso, das war einfach, sie haben da einfach gesagt, okay, nehmen wir die. Ja, so ähnlich, genau. Okay. Oh, die ist ja gut genug. By the way, irgendwie viel hat sich nicht verändert, ne? Ich habe jetzt außer so Kleinigkeiten nicht viel festgestellt. Es ist ja aber auch so, das ist ja eine Subversionsnummer, also 6 Punkt irgendwas. Und ich glaube, so groß sind da dann eigentlich gar nicht Änderungen. Das sind dann mehr so Korrekturen. Mhm. Ich glaube, so eine Major-Version, also 7 oder so, da wäre natürlich einiges zu machen. Aber bei so einer kleinen, bei so einem kleinen Release, wobei sie dafür haben sie viele Betas rausgebracht. Ich glaube, 5 diesmal. Also ich muss sagen, im Wesentlichen ist mir ins Auge gefallen, also direkt am Anfang ist das ja immer so, dass man das Gefühl hat, die Performance ist besser. Ja. Also man hat den Eindruck gehabt, dass das Gerät schneller funktioniert. Ja. Und das ist, glaube ich, auch de facto so, nur das verbraucht sich ja sehr schnell. Ne? Wenn du das ja irgendwann gewöhnt bist und dann ist es gar nicht mehr so schnell. Und das Zweite ist, was ich auch teilweise auch bestätigend gelesen habe, ist, dass so Apps von Apple, wie zum Beispiel der App Store, auch wesentlich schneller die Listen lädt und sowas, als vorher der Fall war. Ja. Wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was ihr speziell
dazu sagen wollt, dann schreibt in unsere Kommentare. Wir haben wie immer einen Kommentar-Thread. Ich habe heute auch den Twitter-Account von Apfeltalk offen. Also ihr könnt uns auch unter @apfeltalk erreichen. Also wenn ihr was zur Sendung sagen wollt, direkt @apfeltalk. Das landet hier auf meinem Mac und ich kann es sofort lesen. Und dann kann ich auch darauf eingehen. Das haben nämlich letztes Mal einige gemacht und ich habe es leider erst nach der Sendung gesehen. Tut mir leid. Diesmal versuchen wir das in die Sendung einzubringen, denn, das muss man auch sagen, wir sind heute zu zweit, also nur Jesper und ich, wir haben keinen Experten oder keine Expertin da. Wir müssen also Zwei Katzen. Und die Bildregisseurin. Das stimmt. Vergessen. Okay, also ich korrigiere mich, wir sind dann zu doch fünft. Zu fünft. Wobei die Katzen mal wieder, die haben gemerkt, dass sie keine Gage kriegen. Ja. Und ich habe hier aber Futter liegen, so Leckerlis. Mal sehen. Wenn es langweilig werden sollte, dann machen wir Cat-Content, das geht immer. So, nee, reden wir jetzt mal über also iOS 6. Könnt ihr gerne was dazu sagen, @apfeltalk oder im YouTube-Channel, schreibt uns eure Kommentare. Ich persönlich wundere mich, dass diesmal nicht die Threads kommen. Mein Akku läuft schneller leer, was ja prinzipiell bei jeder neuen Version von iOS wird erstmal gesagt, der Akku geht schneller leer. Mhm. Wundert mich. Also offensichtlich scheint das diesmal nicht so zu sein. Vielleicht ist es genau andersrum. Der Akku bleibt länger voll. Ja, bleibt länger voll. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe immer so den Tag über normalerweise mein iPhone also mit allen möglichen Sachen abgeschaltet. Zum Beispiel Bluetooth schalte ich immer ab, weil es ja leer säuft ohne Ende. Ja, brauche ich eigentlich nur im Auto mit einer Freisprechanlage. Ansonsten benutze ich das gar nicht. Ja. Bluetooth. Ja. Und das spart natürlich wahnsinnig viel. Ne? Wenn man aber dummerweise dann nach einer Autofahrt vergessen hat, seinen Navigon auszuschalten, das saugt dann bis zu Tode. Ja, ist klar. Das ist einfach so. Und dann wünsche ich mir manchmal hier so ein Aufladekurbelding, ne? Dass ich da ein bisschen dran kurbeln kann. Die gibt es. Ja, ne? Die gibt es ja. Klar. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch. Es gibt auch so zahlreiche so Not-Akku-Ladegeräte. Aber wir müssen auch gar nicht drüber reden. Das ist alles Bullshit. Also, oder schreibt uns an unsere Kommentare, was ihr davon haltet. Also, iOS 6 läuft. Das Backup over the air, OTA, lief problemlos. Mhm. Es wurde allerdings gesagt, wenn man einen Jailbreak machen möchte, dann sollte man auf jeden Fall das Update über die iTunes machen, also komplett runterladen und komplett über iTunes draufschieben, weil offensichtlich da irgendwas gestört wäre, wenn man es over the air macht, sagen die einen. Die anderen sagen, nö, ist Quatsch, kannst du auch machen, wenn du ein over the air Update gemacht hast. Klingt so ein bisschen nach Hand auflegen, ne? Ja, also, es weiß natürlich auch noch keiner, weil der Jailbreak, über den wir auch noch reden wollen, ist ja für Sonntag angekündigt. Sonntag ist in Amerika das Super Bowl. Mhm. Das ist das Endspiel in American Football. Mhm. Und das ist ein Riesenereignis. Und ich frage mich, warum man es dafür ankündigt. Irgendwo habe ich das gelesen, habe es schon wieder vergessen. Die haben die Leute da dann Zeit, einen Jailbreak zu machen, weil das Spiel so langweilig ist? Oder vielleicht ist es angekündigt für die berühmte Super Bowl-Halbzeitpause, in der ja immer großartige Werbespots laufen, gelegentlich Popstars ihre Brüste zeigen. Mhm. Erinnert euch an dieses Nipplegate, hieß es, glaube ich. Und vielleicht in diesem Fall hat man in diese Pause, die dauert, glaube ich, auch eine Viertelstunde, 20 Minuten, da kann man dann mal eben den Jailbreak machen. Wer weiß. Sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Wir werden, am Sonntag gibt es auch Fußball, könnten wir das in der Halbzeitpause machen. Jetzt aktuell läuft auch gerade Fußball. Ja, Werder gegen Hannover. Wir liefern euch keine Ergebnisse, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Genau. Und außerdem gucken ja nicht nur Werder-Fans zu. Und damit sind wir noch beim letzten Punkt der ganzen Intro-Runde. Wir grüßen alle Zuschauer in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Benelux-Ländern und alle, die uns auch verstehen. Genau. Das haben wir abgehakt. So, jetzt zum Jailbreak. Bevor wir da ins Detail gehen, ist allen eigentlich klar hier im Raum, was ein Jailbreak ist? Ja, im Prinzip schon. Kerstin ist es nicht klar und den Katzen auch nicht, denen ist es egal. Kurz nur, man kann es relativ einfach beschreiben, ein Jailbreak entsperrt das Gerät dahingehend, dass man Zugriff aufs Dateisystem bekommt. Im Grunde kann man dann, Apple arbeitet ja mit Unix und auch die iOS-Devices sind im Grunde Unix-Geräte. Man hat dann Zugriff auf das Unix-Dateisystem, kann einfach direkt auf der Kommandozeile Sachen ausführen. Das ist das ganze Geheimnis im Grunde genommen. Und außerdem zusätzlich entsorgt, wollte ich gerade sagen, sorgt der Jailbreak dafür, dass die Signierungsroutinen nicht mehr ausgeführt werden, beziehungsweise dass die Apps, die ja alle signiert sein müssen von Apple beziehungsweise von den entsprechenden Entwicklern, dass diese Signierungsprüfung nicht mehr stattfindet. Mit anderen Worten, man kann auch Apps installieren, wo keine Signaturen drin sind. Das sind die sogenannten Homebrew-Apps oder eben aus alternativen Stores. Haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, richtig, dass genau aus dem Grunde die iOS-Plattform eben als besonders sicher gegen Schadsoftware und sonstige Angriffe gilt, weil
eben diese Signierung für die ganzen Apps notwendig ist. Und das macht natürlich dieser Jailbreak eben das macht er obsolet. Zunichte. Ne? Genau. Also natürlich laufen signierte Apps auch, weil wenn keine Signaturprüfung stattfindet, ist es egal, ob signiert ist oder nicht. Das heißt, alle offiziellen Apps laufen in der Regel auch. Es gibt allerdings inzwischen ganz findige App-Programmierer. Zum Beispiel Skype ist so eine App, die merkt, dass das Ding gejailbreakt ist oder jailbroken ist, wie der Engländer sagen würde. Gejailbreakt? Gejailbreakt ist die deutsche Fassung, also jailbroken. Und dann sagt Skype zumindest, Achtung, Support für die App gibt es nur auf Originalgeräten, also ohne Jailbreak. Und wir garantieren nicht, dass es stabil funktioniert. Also die merken das. Huch, ich laufe auf dem jailgebrochenen Gerät. Hier ist das zum Beispiel so, das iPad, da kommen wir nachher auch noch zu. Das iPad ist jailbroken. Jailgebroken ist jetzt völliger Unsinn. Wir einigen uns auf was. Jailbroken ist, glaube ich, die Geschichte, die einfachste oder Geschichte. Oder geöffnet, oder... Genau. Hier kommt übrigens gerade ein Kommentar bei Twitter. Ein technisches Detail, das ich gleich noch erwähnen werde. Also, der Jailbreak macht es möglich, dass ich Apps abspielen kann oder benutzen kann, die eben keine Signatur haben. Was zum Beispiel der Fall ist, wenn sie bei Apple abgelehnt werden. Apple prüft ja jede App, ob sie den Developer-Richtlinien und den Benutzerstandards und so weiter funktionieren, ob sie auch vernünftig funktioniert. Und wenn sie Apps gelegentlich mal ablehnen, dann hast du theoretisch ja keine Chance, die aufs Gerät zu kriegen. Mhm. Weil also der Developer müsste dann die App anpassen an die Apple-Regularien. Das geht bei manchen eben nicht. Und dann landen die in der Regel in diesen alternativen Stores. Ein bekannter ist Cydia. Das ist im Grunde so ein Paralleluniversum zu den Apple Stores. Dazu gerade ein Kommentar, passend zu Cydia. Hier fragt nämlich Ben Wiens, warum sterben die Cydia-Foren aus? Das ist komisch, dieselbe Frage kommt auch gerade bei Twitter rein. Ja, das ist wahrscheinlich derselbe Mann. Ja, das ist eine gute Frage. Also Cydia-Foren, meinst du jetzt konkret also Diskussionsforen über Cydia oder meinst du, warum gibt es kaum noch Apps bei Cydia? Denn das stimmt nicht. Also da ist eigentlich ordentlich was los. Vielleicht kannst du, Ben, da nochmal nähergehend drauf eingehen, auf diesen Kommentar, den du abgegeben hast und die Frage, die wir dazu gestellt haben. Genau, dann würden wir das auch beantworten. Also der Witz ist, in diesem übrigens, es sind nicht alles kostenlose Apps, die es da gibt in Cydia. Also es durchaus hat der Entwickler Jay Freeman alias Saurik hat gesagt oder hat ein Bezahlsystem eingeführt und du kannst dort auch deine Apps verkaufen und eben auch dafür bezahlen. Da gibt es also Tonnen von Apps, muss man wirklich sagen. Also das ist sehr unübersichtlich geworden inzwischen, weil natürlich ist es im Prinzip, es gibt mehrere Repositories, wo du deine App einstellen kannst, die dann in Cydia zusammenlaufen. Und es gibt die Apps, die einfach nur das Design ändern deines iPhones oder bestimmter Teile. Es gibt Apps, die interne Funktionen ändern oder hinzufügen. Und es gibt auch ganz normale, so wie man es kennt, irgendwelche Spiele und Emulatoren und alles Mögliche. Es ist aber tatsächlich in dem Falle wirklich dem jeweiligen Entwickler überlassen, was für Informationen er der App mitgibt. Bei Apple bist du ja gezwungen, du musst Screenshots liefern, du musst einen beschreibenden Text liefern, du musst ein Icon liefern, du musst sogar so eine Grafik für iTunes liefern, damit das im Store richtig aussieht. Da bist du bei Cydia ist das nicht alles so streng reguliert. Das heißt, da gibt es auch ganz viele Apps, da steht kaum was an beschreibendem Text dazu. Deswegen auch eben Homebrewed-Apps, ne? Daran erkennt man, dass man das heißt ja nicht zu bedeuten, dass die Leute sich keine Mühe geben oder so. Es gibt mit Sicherheit Leute, die das auch ganz gut dokumentieren und beschreiben. Aber es sind eben, wie du auch schon sagtest, vor allem solche Applikationen, die es möglicherweise eben nicht in den App Store geschafft haben, aus irgendwelchen Gründen, weil sie halt auf bestimmte APIs zugreifen, die Apple nicht freigeben möchte, etc. Und warum Jailbreaking so beliebt ist, ist natürlich, dass viele Leute es einfach nicht mögen, dass ihr Gerät so geschlossen ist. Ja. Dass es ein geschlossenes System ist und dass sie nicht die Freiheit haben, damit zu tun, was sie möchten. Genau. Es ist in der ersten Linie natürlich ein Gefühl, diese Freiheit. Es ist klar, dass die Geräte sind für Consumer gedacht in der Regel, also für Anwender, die sich keine Gedanken machen, was läuft unter der Oberfläche, muss man ja auch erstmal nicht, die App funktioniert und wie das technisch funktioniert, ist mir ja erstmal auch egal. Mhm. Wenn du das Ding jailbreakst, dann hast du ja Zugriff darauf. Dieses iPad zum Beispiel
hat, also das hängt hier im WLAN und ich kann das von außen erreichen. Ich kann mich da von außen drauf einloggen und für den von außen sieht das dann aus wie ein ganz normaler Unix-Computer. Ne? Ich kann da auch alle möglichen, dank Cydia auch, gibt es da jede Menge Tools, die sonst normalerweise nur unter Unix oder Linux laufen würden, kann ich hier benutzen. Also auch Tools, die gar keine grafische Ausgabe haben, wo es gar kein Icon gibt oder wo es wo man gar nicht sieht, dass da was läuft. Zum Beispiel ein beliebtes Teil ist OpenVPN, läuft hier drauf. Und zwar bietet das iPad an sich oder iOS-Devices bieten ja einen VPN-Client, aber ich persönlich kenne mich halt gut mit auf OpenVPN aus und habe das hier installiert. Und das sieht man auf der Oberfläche, sieht man da nur so ein, eigentlich nur so einen Schalter, wo man das einschalten kann. Ich gucke mal eben. Hier kommt ein Kommentar. Guten Abend, Jailbreaks nutzen doch Lücken in iOS. Heißt das dann, dass iOS schon teilweise unsicher ist? Macht weiter so. Gut, zu dem Sicherheitsaspekt oder dem Problematiken wollten wir auch gleich noch was sagen. Zunächst mal eben zu den Vorteilen. Also warum kann man einen Jailbreak machen? Man muss dazu sagen, die ersten Apple-Geräte, also zum Beispiel das iPhone, das originale iPhone, das war ausgestattet mit Standard-Apps. Es hatte, glaube ich, nur einen Home-Bildschirm und da waren so 10 Apps oder so drauf. Mhm. Und das war's. Es gab weder einen Store, noch gab es irgendwie die Möglichkeit, zu Anfang von Apple jedenfalls, offiziell da irgendwas anderes drauf zu spielen. Mhm. Es gab nur diese paar Dinger. Und ganz schnell gab es halt eine Community um diese Jailbreakerei, die das geknackt haben und die eigene Homebrew-Apps da drauf gespielt haben. Mit anderen Worten, Apple ist überhaupt erst auf die Idee gekommen, so ein App-Universum zu schaffen durch die Jailbreak-Community. Das muss man mal dazu sagen. Ne? Das ging dann natürlich recht schnell, dass Apple Sachen übernommen hat. Aber zum Beispiel kann ich mich aus der Anfangszeit erinnern, der Hauptgrund, warum man ein iPhone jailbroken hat, war, weil man eine deutsche SIM-Karte da reinstecken wollte. Ja, Unlock und Jailbreak, ne? Genau, also Jailbreak war immer die Voraussetzung für einen Unlock. In Deutschland gab es nämlich nur die Dinger von der Telekom. Genau. Und wer eben nicht bei der Telekom war, der hatte eben kein iPhone. Ja. Der hatte keine Möglichkeit, in Deutschland ein iPhone zu benutzen. Apple hat keine Unlocked-Geräte verkauft. Und es ging nur so über diesen Weg. Erst ja Jailbreak. Auch tausend gute Gründe, eben nicht zur Telekom zu wechseln. Naja, das ist in der Tat so die Sache, die Freiheit des Anbieters. Ja. Ne? Ich möchte gefälligst wählen, mit wem ich telefonieren möchte. Das kam noch erschwerend hinzu, ne? Zum geschlossenen System auch noch das geschlossene Netz. Genau. Dass man also nicht frei wählen konnte, bei welchem Mobilfunkanbieter man war. Ne? Das genau. Und von daher war das der einzige Weg, da fremde SIM-Karten reinzunehmen. Das war dann so ein Katz-und-Maus-Spiel. Dann gab es eine neue Version von Apple, da ging das dann wieder nicht. Aber das dauerte immer nur ein paar Wochen und dann konnte man das wieder anlocken. Ja. Das war schon okay. Es war auch so, da waberte immer das Gerücht herum, dass ein SIM-Unlock illegal wäre. Da kommen wir übrigens auch gleich dazu. In Amerika ist es inzwischen tatsächlich so. Mhm. Ein SIM-Unlock, also so über so ein Hack, ist inzwischen in Amerika illegal. In Deutschland weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Da müsste sich dann mal ein Rechtsanwalt zu äußern. Also da kann ich jetzt nicht sagen. Aber es wurde immer behauptet, der Jailbreak sei illegal, weil man ja das Gerät verändert, also die Gerätesoftware verändert. Prinzipiell muss man da vorsichtig sein. Auch das ist sicher eine Grauzone, weil du verlierst bei veränderter Software. Das ist ja ein geschlossenes System. Es besteht aus Hard- und Software. Und prinzipiell, wenn du da was veränderst, an einem dieser Komponenten, da verlierst du die Garantie so erstmal. Wenn du das dann so zu Apple schicken würdest, würden die sagen, ja, Entschuldigung, sie haben die Software verändert. Das ist bei anderen Geräten zum Beispiel auch so, bei der Fritzbox, da gibt es ja auch viele Modifikationen und Hacks. Und wird das sogar auf der Oberfläche eingeblendet, diese Fritzbox, nicht unterstützte Modifikation oder wie das dann heißt. Mit anderen Worten, es ist vermutlich nicht illegal, aber es führt vermutlich, wenn du es so wiederbringst, zu Garantieverlust. Dennoch kann man ja, das wissen natürlich die Jailbreaker, wissen es, vielleicht die anderen nicht, das iPhone relativ schnell wieder softwaremäßig in einen Urzustand bringen, indem man nämlich einfach einen Restore macht in iTunes und dann ist das iPhone wieder wie neu. Da schließt sich gleich eine Frage aus einem Kommentar an. Ja. Die ist schon relativ früh gestellt worden, aber die passt jetzt hier gerade so gut. Okay. Und zwar fragt hier Orgrisch Nytesade oder Nyteshade, Nightshade, ja. Orgrisch Nightshade, wie auch immer. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wir hoffen es. Kann für dich der Jailbreak das Gerät beschädigen? Genau, die Frage kam hier auch und dann können wir das ruhig beantworten. Ja. Also prinzipiell ist es eine Software-Modifikation.
eine Softwareveränderung kann so zunächst mal das Gerät nicht beschädigen. Also da geht nichts kaputt. Mhm. Ne? Die Frage ist, was man dann damit macht. Und definiere Beschädigung. Also physikalisch nicht. Das Gerät wird dadurch nicht explodieren oder so. Ne? Es, nicht unbedingt, ja. Also zumindest ist das sehr unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Aber definiere jetzt mal Beschädigung auf andere Weise. Zum Beispiel ein jailbroken iPhone. Das hat ja in der Regel eine SIM-Karte und eine Verbindung zum Internet. Mhm. Und zwar entweder über Mobilfunk oder WLAN. Also gehen wir mal davon aus, über Mobilfunk. So. Und wenn du das jetzt, wenn du die Sicherheitssperren, die ja auch zur Sicherheit des Gerätes dienen, aufhebst und zum Beispiel dir irgendeine App installierst, die hat vollen Zugriff auf das Gerät, weil diese Sperren, die Apple eingebaut hat, existieren dann ja nicht mehr, beziehungsweise die Prüfung. Mit anderen Worten, diese App könnte eine Internetverbindung herstellen, die könnte Sachen aus deinem Telefon auslesen, ich sage jetzt mal am einfachsten Fall das Adressbuch, und es irgendwohin irgendwohin funken, ohne dass du das merkst, weil das läuft im Hintergrund. Mhm. Es ist ja ein einfacher Rechner, das ist ein Multitasking-Betriebssystem, Linux oder Unix. Das kann sie so machen. Das ist eine Form von Beschädigung. Das ist natürlich jetzt mehr eine Form von Spionage. Aber sie könnte zum Beispiel aber auch, du könntest eine App installieren, die dann Teile des Betriebssystems unbrauchbar macht, indem sie entscheidende Dateien überschreibt, Funktionen ändert oder anpasst. Und das ist eine Form von Beschädigung. Also insofern kann man die Frage mit Ja beantworten. Ja, ein jailbroken iPhone kann beschädigt werden in Form von Software, physikalisch. Genau. Also der eigentliche Jailbreak schafft das nicht. Nein. Sondern nur dann die Software, die man sich dann frei drauf installieren kann. Ja. Und dann könnte es beispielsweise auch eine Software sein, die übermäßig viele Anfragen zum Beispiel an das WLAN-Modul stellt, ne, dass das vielleicht überhitzt sogar. Ja. Ja. Also das könnte es tatsächlich zu einer physikalischen Beschädigung kommen. Könnte. Also Jailbreak allein bringt es nicht, sondern dann muss man schon sich irgendein Schwachsinnsprogramm dann draufgeladen haben und quasi mutwillig das Risiko eingegangen sein. Es gibt noch einen Grund, das ist ein paar Jahre her, wenn du, wie gesagt, Unix hat immer, wenn du willst, kannst du einen Zugang installieren, einen SSH-Zugang, dann kannst du dich von außen einloggen auf das Gerät. Das hatte ich ja eben schon erzählt. Und zum Beispiel als Root. Root ist bei Unixen der Benutzer mit Administrationsrechten, der hat Zugriff auf alles. So, und auch auf iPhone und iPad und iOS-Geräten gibt es einen Root-Zugang. Der ist natürlich normalerweise nicht erreichbar, weil das Gerät halt geschlossen ist. Aber jetzt ist es halt entsperrt und du kannst dich also Root einloggen und das Passwort ist bekannt. Das Standard-Passwort des Root-Accounts ist Alpine. Braucht ihr nur googeln. Ne? Passwort iOS, Root-Passwort iOS kriegt ihr sofort Alpine. Das heißt, wenn ich jetzt mein iPad jailbreake, den SSH-Zugang aktiviere, und dann nicht sofort das Root-Passwort ändere, und das iPad hat hier dieses nämlich auch, hat eine Mobilfunkverbindung, dann könnte jemand von außen sich darauf einloggen. Mhm. Über das Mobilfunknetz hat es ja eine Verbindung zum Internet. Und das gab es vor ein paar Jahren. Da hat nämlich ein niederländischer Hacker, der hat einfach das vorhandene Mobilfunknetz gescannt nach SSH-Zugängen und hat die sich gemeldet haben, hat er einfach probiert, ob Root und Alpine funktioniert. Und bei allen hat es funktioniert. Und der hat sich dann auf dem Gerät eingeloggt und den Startbildschirm geändert. Da gab es dann halt ein lustiges Bildchen. Und damit hat er einfach nur aufzeigen wollen, wie gefährlich das ist. Ja. Also es wird inzwischen im Cydia, in der Cydia Store wird darauf hingewiesen, wenn man seinen SSH-Zugang aktiviert, bitte umgehend das Kennwort ändern. Denn das ist eine massive Sicherheitslücke und die kann auch gefährlich werden dahingehend, dass zwar nicht das Gerät zerstört wird, aber zum Beispiel völlig unkontrollierte Dinge damit passieren. Wenn du dich von außen einloggst auf das Gerät, kannst du alles machen. Kannst auch Telefonverbindungen aufbauen. Also man kann dazu sagen, es ist auf jeden Fall nicht unbedingt eine Sache, die man nicht machen sollte, aber man muss schon gewisse Grundkenntnisse auch mit Unix und auch zum Beispiel eben Root-Passwort-Änderung, dass man das auf die Reihe kriegt, ein bisschen terminell. Muss man können, damit man da mit Spaß hat mit einem Jailbreak. Genau. Ganz klar. Also hier übrigens die Rückantwort von Ben Wiens. Entschuldigung, meinte nicht Cydia, sondern Installus. Okay. Dass mangels inaktiver User in den Foren zu hohe Serverkosten sich nicht mehr rentiert hat. Ja, Installus ist eine, ich muss das jetzt nicht verwechseln. Es gibt nämlich die Möglichkeit,
wenn man das Gerät, wenn es jailbroken ist, dann kann ich auch offizielle Apps installieren, die nicht aus dem App Store stammen. Mit anderen Worten, Raubkopien. Mhm. Und ich meine Installus, ich will jetzt niemanden zu nahe treten, aber Installus war so ein Forum, wo ich, ich sag mal, geklaute Apps mir runterladen kann. Das ist auch immer noch ein Riesenproblem für legale Entwickler, dass ihre Apps einmal runtergeladen werden, aus, offiziell aus dem App Store, einmal gekauft und dann in diesen Crack-Foren, also nicht Drogen, sondern eben gecrackten in Foren, in den Cracks verbreitet werden, zur Verfügung gestellt werden. Und da gab es eine ganze Zeit lang jede Menge Apps, die sonst sehr teuer waren, konnte man sich da kostenlos runterladen. Das ist ein Problem. Es gibt Möglichkeiten für die App-Programmierer selber, das festzustellen. Also, dass die App selber feststellt, ist sie legal gekauft oder nicht. Aber diese Prüfungen werden in der Regel nicht gemacht, weil die auch nicht ganz sauber sind. Es gab also auch schon Apps, die dann trotz offizielles Kauf sich als gecrackt empfunden haben und solche Sachen. Also da muss man aufpassen. Aber auf jeden Fall ist das natürlich ein Problem, dass auf diese Weise Raubkopien verteilt werden. Ich habe hier auch noch Mann oder Mensch oder Frau, wie auch immer. Mensch, hoffentlich. Orgrish Nightshade, schätze ich mal, ja, hat geschrieben, mein Gerät wurde jetzt getauscht. Das war eben die Frage mit dem, kann ein Jailbreak das Gerät beschädigen. Wurde jetzt getauscht und war vorher jailbroken, aber irgendwann war das WLAN-Modul im T. Und dann sagt er, da haben wir drüber gesprochen, danke, es war tatsächlich ein defektes WLAN-Modul, was mich zu dieser Frage brachte. Also, okay, also möglicherweise. War von mir so vermutet worden, einfach nur, dass sowas theoretisch möglich ist. Ja, theoretisch ist das möglich. Also du kannst natürlich, früher hat man immer gesagt, man kann Hardware nicht durch Software zerstören, das ist aber leider nicht mehr richtig, weil das kann man sehr wohl, weil die Systeme immer komplexer geworden sind. Und natürlich geht das. Du kannst durch, einfach durch sozusagen Überhitzung im Prinzip Dinge zerstören. Und das ist ja deswegen. Es wird oft auf das Closed System von Apple geschimpft, auf dieses geschlossene Ökosystem, aber genau da ist ja der Punkt, es wird in der Regel damit sowas verhindert, dass du, dass auch Apple hat da nicht die Weisheit und natürlich kann man die auch täuschen und natürlich kann es auch immer noch passieren, dass eine App aus dem Ruder läuft, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer. War ja auch so ein bisschen so ein Fazit von dem Ronald Eikenberg, der letzte Woche mit uns hier gesprochen hat. Er hat ja gesagt, eigentlich besteht ja gar kein Grund, so richtig ein aktuelles iPhone 5 zu jailbreaken, weil man mit den Applikationen, die zur Verfügung stehen, ja jede Menge machen kann und eigentlich sich befriedigend damit beschäftigen kann. Es gibt also kaum etwas, was man nicht machen kann mit den Geräten. Und insofern ist das also auch nicht mehr so das Überthema, sage ich mal. Ist es auch nicht. Hauptsächlich, was im Moment, was immer noch gut ist, hier kommt noch eine Frage gleich bei Twitter, die werde ich gleich beantworten, aber hauptsächlich ist es so, du kannst mit diesen alternativen Dingen das iPad umdesignen, oder nicht das iPad, das iPhone auch. Du bist ja normalerweise, wenn du das Original von Apple benutzt... Zeig doch mal, was du da... Ja, ich habe hier dummerweise das nicht umdesignt, deswegen kann ich da... Da zeige ich trotzdem gleich noch was. Ich wollte nur sagen, du könntest andere Icons verwenden, du kannst sogar komplett andere Funktionalitäten, den Homescreen mit diesem Unlock-Schieber, den kannst du komplett umdesignen oder ganz weglassen oder ein anderes Verfahren machen. Also du bist da schon relativ flexibel. Das zeigt übrigens auch, wie flexibel an sich iOS ist, weil man all das machen kann. Ja. Apple lässt es halt nur nicht zu, offiziell. Ne? Nee, genau, jetzt eben noch die Frage, von CrazyE. Gibt es kontrollierte Parallel-App-Stores, in denen Malware gefiltert wird? Das ist eine gute Frage. Soweit ich weiß, nicht. Ich glaube, der einzige ist halt Cydia, der das bündelt. Aber Cydia ist auch nur die Verteilplattform. Da werden sogenannte Repositories angeboten. Da sind ein paar große, Big Boss und wie sie alle heißen. Und du könntest aber theoretisch beliebig viele dazufügen. Aber ich glaube nicht, dass Saurik die gesamte Malware dort oder die ganzen Apps dort kontrolliert. Das könnte ja gar nicht, viel zu viel. Also ich sage mal, die Antwort ist nein, gibt es nicht. Man muss, wenn man sich sozusagen alternative Apps auf ein jailbroken Gerät holt, immer damit rechnen, dass das irgendein Schrott ist, der da Unfug anrichtet. Zum hier noch ein Kommentar zum Thema Strafbarkeit eines Unlocks. Da schreibt I don't deserve a name, schöner Username übrigens. Die Strafbarkeit eines Unlocks ist unklar, sagt er. Okay. Zivilrechtlich kann der Vertragspartner,
also der Anbieter, ja. Mobilfunkanbieter. Auch schön. Auch ein typischer Frommherz wieder. Mobilfunkanbieter, dafür haben wir dich. Aber relativ sicher gegen den Kunden vorgehen. Ist eine, okay. ein Kommentar aus ja, unserem Kommentar. Kann ich auch nachvollziehen, denn zum Beispiel könntest du, es gibt ja nicht umsonst die Beschränkung in iPhones, dass du zum Beispiel diesen Personal Hotspot nicht aktivieren kannst oder eben gewisse Dienste nicht nutzen kannst. Bei einem jailbroken iPhone kannst du das alles freischalten und natürlich kannst du den Personal Hotspot dann nutzen und natürlich kannst du zum Beispiel Voice-over-IP-Anwendungen nutzen. Und dann kann der Anbieter tatsächlich sagen, klar, das ist nicht Bestandteil des Vertrages, technisch kannst du es jetzt nutzen. Entschuldigung, das gilt nicht. Dann verletzt du die Vertragsbedingungen, kann er wenigstens den Vertrag kündigen. Das ist das Mindeste. Also insofern stimmt das, ja, das sehe ich auch so. Hier ist das jailbroken iPad. Willst du mit der Jesper-Cam daran? Ja, mit der Jesper-Cam gehe ich daran, das ist doch ganz klar. Ich dreh durch. Wenn du die jetzt in die Kamera hältst. Ich kann dir zunächst mal zeigen, das ist ein iPad, hat man schon mal gesehen. Ne? Das sieht jetzt nicht wirklich spektakulär aus. Ich will zwei Sachen zeigen. Zunächst mal eine von vielen im Forum und auch in den Kommentaren zu dieser Sendung zitierte App sind die sogenannten SB-Settings. Das ist eine Settings-App, die kommt hier oben zum Tragen. Ich halte es mal in die Jesper-Cam, also Leute im HD-Mitschnitt werden es sehen. Alle anderen, hier oben diese bunten rot, grünen und schwarzen Icons, das ist die App SB-Settings. Die macht eigentlich nichts anderes, als bestimmte Sachen auf Anhieb ein- und ausschaltbar zu machen. Ich kann zum Beispiel mit einem Tastendruck den Flugmodus aktivieren. Ich kann 3G an- und ausschalten. Ich kann Bluetooth an- und ausschalten. Ich kann die Ordnung, also Location, an- und ausschalten. Ich kann aber auch zum Beispiel den SSH-Zugang, den eben angesprochenen, aktivieren. Ich kann WLAN an- und ausschalten. Es gibt Tonnen von Einstellungen. Ich kann das iPad auf Knopfdruck rebooten und all so Sachen, die normalerweise bei Apple nicht funktionieren. Und ich kann zum Beispiel hier auch in dem Fall, da habe ich ja von OpenVPN gesprochen, ich kann hier auch die OpenVPN-Verbindung mit einem Klick an- und ausmachen. Und es gibt viele Apps, die sind für SB-Settings optimiert. Und du kannst sozusagen alles, wo du sonst mühselig in die Einstellungs-App müsstest, kannst du hier mit einem Klick erledigen. Ne? Das ist eigentlich eine feine Sache. Die andere Sache, warum ich persönlich dieses iPad jailbroken habe, ist eine App, die ich besonders gut finde, und zwar XBMC. Mhm. Ich kann die mal starten. Die Jesper-Cam ausmachen, genau. Ach, wieder ausmachen? Oder anmachen, wie du willst. Jetzt muss ich kurz gucken. Ich bin gerade verwirrt, wo ist denn XBMC? Da ist es. Zu viele Apps auf dem Ding. XBMC ist eine Medienzentrale, eine Mediensoftware. Falsch rum, so rum. Auf der du oder mit der du Filme wiedergeben kannst übers Netz. Du kannst Filme dir angucken oder Serien. Es ist einfach die gibt einfach Videos wieder, streamt die übers Netz und kann so ziemlich viele Formate darstellen. Insofern eine feine App und die läuft offiziell nicht, aber eben auf jailbroken Geräten ja. Und dafür finde ich das gut. Da kannst du nämlich im Bett, musst nicht den großen Fernseher anmachen, sondern kannst schön im Bett mit dieser lustigen App ein Filmchen gucken. Setzt natürlich voraus, dass die Filme als File vorliegen irgendwo. Und natürlich geht man davon aus, dass man selbstverständlich legale Kopien davon hat. Das ist ja klar. Sowas zum Beispiel ist eine tolle Sache. Ja. Muss man wahrscheinlich ewig warten noch, bis das mal im normalen App Store auftauchen das würde. Das wird vermutlich nie auftauchen. Oder nie auftauchen. Ja. Und das, was du eingangs gezeigt hast, ist eben diese Zentrale, die war ja, also solche Dinge waren hier von Anfang an eben in den jailbroken iPhones und so weiter zu sehen. Ja, genau. Beispielsweise hat ein Freund von mir auch quasi im Homescreen vor dem Öffnen, vor Slide to Unlock, so einen Kalender drin. Richtig, genau. Super Sache. Genau. Gibt es nach wie vor nicht. Das wäre eigentlich top, wenn das in iOS integriert wäre. Ne? Dass man also kurz mal raufguckt, aha, der Termin, okay, dann kann man sogar drin scrollen. Ja, genau. Und dann wieder wegpacken. Ja, genau. Geht nicht. Es lässt Apple aus irgendwelchen Gründen nicht zu. Also es gibt zahlreiche dieser Sachen. Wie gesagt, für mich war das die lustige Sache. Ist ja zum Beispiel auch so, dass Apple TV 2 wohlgemerkt, lässt sich ja auch jailbreaken. Mhm. Und da läuft auch XBMC. Und damit wird das Apple TV überhaupt erst zu einem sinnvollen Gerät. Mhm. Bisher kannst du, also in der reinen Version, wie es geliefert wird, kannst du nur Filme entweder ausleihen bei Apple oder kaufen oder aus dem, ich glaube sogar nur ausleihen, oder von deinem Rechner streamen, also von irgendeinem Mac
Aber der muss dann immer an sein. Und das finde ich so unsinnig, weil ich müsste jetzt meinen großen iMac laufen lassen, wo meine iTunes-Mediathek drauf ist mit meinen Filmen. Dann gehe ich ins Wohnzimmer, mache das Apple TV an, den Fernseher im Wohnzimmer, um dann was zu gucken, was auf meinem Rechner ist. Ich finde, das ist ja, echt Stromverschwendung. Ja, du kannst natürlich auch dein iPhone nehmen und einen Film, den du da drauf hast, dann abspielen. Ne? Ja, per AirPlay. Oder, ja. Aber ja gut, aber auch das finde ich, ist alles so semi. Also ich finde, da gibt es einfach Tonnen von so Streaming-Clients. Und da hat Apple einfach, finde ich, Mist gebaut. Aber das soll ja noch kommen. Also zumindest ist ja so, dass die komplette Musikbibliothek ja eben in der Cloud, in der Cloud sich befindet. Ja, und die kann man abspielen, richtig. Und auch Musikvideos inzwischen. Ich möchte aber ehrlich gesagt, ich persönlich möchte ein Gerät haben, wo ich alle meine Filme gucken kann. Und zwar möchte ich mir keine Gedanken machen, ist das jetzt ein von Apple geliehener Film? Ist das einer von meiner DVD legal gerippter Film? Ich möchte das einfach machen an einem Gerät und möchte nicht 50 Geräte haben. Und das Apple TV an sich ist ein feines Gerät, weil es eben so eine kleine Box ist, wenig Strom verbraucht, sofort da ist. Also vom Konzept her ist es genial. Es ist leider eben dicht. Und durch den Jailbreak kann es das alles. Mhm. Perfekt. Also da lohnt es sich wirklich, nochmal drüber nachzudenken. Und da ist auch das Sicherheitsthema nicht so, weil, entschuldige, das hängt hier im lokalen Netzwerk und da laufe ich nicht draußen mit rum. Es hat keinen Mobilfunkzugang. Fertig. Also das kann man gut und gerne machen. Hier, Brockfisch schreibt zum Beispiel, ich jailbreake nur, damit ich mein iPhone an meinem Autoradio benutzen kann. Ansonsten sehe ich da nur, es ist kein Originalzubehör angeschlossen. Ah, okay. Eigentlich traurig. Zum Beispiel, ja. Das ist auch eine Möglichkeit. Eigentlich traurig, dass Jailbreak no tut für sowas. Das stimmt. Prinzipiell muss man das so sagen. Da sind ja zum Beispiel die Android-Benutzer sagen ja immer von sich bei uns, das ist uns eigentlich egal. Da heißt es, gibt es das übrigens auch, da heißt es Routen. Also ein Android-Gerät wird geroutet, dann, das sagt ja schon der Name, dann habe ich Root-Access. Mhm. Aber bei Android ist das ja, was die Apps angeht, da wird das ja nicht so streng gehandhabt. Also da gibt es ja schon Tonnen von Apps, die nicht durch irgendwelche Prüfungen laufen. Ne? Das haben wir ja auch letzte Woche gehört, ist ja dann auch häufig ein Sicherheitsrisiko. Aber prinzipiell, und das haben wir ja zu Anfang gesagt, erlaubt der Jailbreak auf iOS-Gerät einfach mehr Freiheit. Es ist zum Beispiel an der Zeit, Wasser einzuschenken. Genau. Kerstin muss auf die Mittel kämpfen. Das Wasser lassen kommt später. Ja, nach der Sendung dann. Wir sind Wasser auch einschenken. So. Der Michael hat es entgegen meinen Wunsch unterlassen, hier eine 5 Meter hohe Leiter hinzustellen. Komm, Lisa. Lisa, komm her. Wo wir heute das Experiment geplant haben, diese komplette Flasche kontrolliert in zwei Gläser zu entleeren. Ich habe nur im Angesicht der Tatsache, dass wir hier einen Raum haben, in dem sehr viel Elektronik steht. Erstens, und zweitens die Deckenhöhe 5 Meter nicht erreicht. Ja, haben wir gedacht, das riskieren wir mal nicht. So, jetzt gucke ich mal, es kommt noch ein Kommentar von Maurice Breitag. Entschuldigung, nicht falsch sagen. Seht ihr Jailbreaks eher als eine Erweiterung für iOS oder als ein gefundenes Fressen für Betrüger? Das war jetzt die Frage. Ich persönlich sehe das nicht so dramatisch, sondern ich sehe das tatsächlich als eine Erweiterung. Man hat die Chance, sich Sachen zu installieren, die es so nicht gibt. Also in dem Fall zum Beispiel XBMC wäre ja so eine Sache oder auf dem Apple TV eben auch oder einen VPN-Zugang oder Designänderungen. Dass es theoretisch oder auch praktisch die Möglichkeit gibt, dass da gecrackte Software drauf läuft. Ja, läuft ehrlich gesagt, auf jedem Windows-PC kannst du geklaute Software installieren, wenn du willst. Mhm. Auf jedem Mac kannst du das machen. Mhm. Das ist halt so. Mhm. Das muss man ja nicht tun. Es ist ja nicht zwingend notwendig, sich Software zu klauen, nur wenn man einen Jailbreak hat. Der richtige Jailbreaker macht das eben, um Funktionen zu bekommen, die er sonst nicht hätte. Und das ist völlig legitim. Also nee, ich sehe das nicht als gefundenes Fressen. Man muss nur wissen, was man tut. Und ich finde, da ist es wichtig zu erzählen, das haben wir ja getan, dass ein iPhone im Prinzip dadurch offen wird für von außen Zugriffe, wenn man sich nicht richtig drum kümmert. Prinzipiell ist es aber okay. Und dann haben wir einen netten Service von Ben Wiens, der ja schon mehrfach hier durch die Kommentare aufgefallen ist. Er hat uns den Halbzeitstand durchgegeben. Werder den HSV möchten wir nicht hören, weil Kerstin möchte das Spiel nachher noch in der Aufnahme sehen. Okay, dann. Aber vielen Dank. Ich möchte gut, dass ich es noch runtergeschluckt habe. Ich guck mal drauf. Ich habe schon weggeschoben. Ich will es wissen, aber ich sage es nicht. So. Ich habe schon weggeschoben. Das ist fiese. Wir hatten ja überlegt, ich könnte ja hier Sky Go anmachen, aber das dürfen wir ja nicht. Wir dürfen ja keine Bundesliga zeigen.
Das geht natürlich nicht. So, also Jailbreak, unser Thema. Schreibt ruhig noch Kommentare. Wir machen auch eine HD-Version wieder, genau, von dieser Sendung. Also einen Mitschnitt. Hier laufen wieder 6 Kameras im Studio. Ich drehe durch. Wir haben heute noch eine, wir haben sogar 7 Kameras. Ich zeige auch die Kamera und die wird einfach nicht eingeschaltet. Ah, jetzt. Du weißt doch, ja, man zeigt doch nicht mehr. Das ist, ja, doch, ist doch so 90er. Wir haben übrigens eine für die Leute, die jetzt die HD-Version gucken, zeigen wir da oben auf die GoPro. In der HD-Version gibt es nämlich da oben die GoPro, die das ganze Studio zeigt. Da seht ihr mal, was für ein Chaos hier in Wirklichkeit ist. Der Hammer, da muss ein Mikrofon dran sein. Ist. Denn wir machen das Ganze mit dem wunderbaren Multicam-Schnitt von Final Cut Pro X und das, ja, ist ganz toll. Also genau, das, freuen wir, wer uns da schon mal mitgearbeitet hat, der wird wissen, warum wir so schwärmen. Ja. Und deswegen, also da werden quasi über die Audiospur die ganzen Kameras 4 Kamera-Strips oder Reels eben zusammen synchronisiert und, ja, dann muss man halt, super, nur entscheiden, welche Kamera man zurzeit anschalten, genau, will. Ne? Super. Jetzt weiß ich auch, danke. Kya schreibt gerade, wie der Spielstand ist. Ich sag mal nichts, aber ich weiß es jetzt. Das Wissen ist ja auch schon was. Also zum Jailbreak nochmal. Informiert euch darüber, wenn ihr das macht. Ihr könnt es auch mal testweise machen. Am Sonntag einfach mal das Gerät jailbreaken, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sieht Cydia aus und so weiter. Wichtig ist, vor dem Jailbreak ein Backup in iTunes zu machen. Weil wenn ihr dann nämlich den Jailbreak wieder loswerden wollt, dann müsst ihr ja restoren in iTunes auf die aktuelle Version und anschließend das Backup zurückspielen. Und dann ist euer Gerät wieder genauso wie vorher, nur ohne Jailbreak. Also das kann man machen. Eine Frage habe ich auch dazu. Dein iPad ist ja jailbroken. Ja. Wenn man das startet, also aus dem Auszustand, ja, anschaltet, was sieht man dann auch so eine Ananas? Oder nee, hätte man wählen können, während, ja, ich habe aber gesagt, nö, warum? Ich, absolut, bin da jetzt nicht so. Hier kommt noch eine sehr gute Frage von M4RV unterstrich. Frage zu XBMC. Woher nimmt die App die zu streamenden Filme? Sind die in deinem konkreten Beispiel auf einem NAS? Ja, das ist die Antwort auch. Ja, sind sie. Und zwar ist es so, dass die, dass ich einen, so ein 4 Terabyte NAS hier stehen habe, wo die Filme in hauptsächlich in MKV-Format vorliegen. Und genau, daher nimmt sie die. Und dank des Jailbreaks kann die App auf SMB-Freigaben oder AFP-Freigaben oder sogar auf NFS-Freigaben zugreifen. Also auf alle Art von Netzwerkfreigaben, sogar also Windows, Apple oder eben Linux. Kein Problem. Das kann das iPad sonst nicht oder das Apple TV, aber durch diese App kann es das und deswegen kann es auf das NAS zugreifen. Ja, genau so ist das gemacht. Julian Bruckmann möchte die Katzen sehen. Damit können wir, ja, leider nicht dienen. Im die HD eine ist gerade hochgehüpft. Genau. Im HD-Mitschnitt könnte es sein, dass man sie sieht, weil die HD-Kamera, die GoPro, nimmt hier relativ viel vom Fußboden auch mit. Ja, genau. Irgendwie also, ist hier vorhin vorbeigelatscht. Wenn ihr das heute, also wenn ihr im HD-Mitschnitt seht, werdet ihr die Katzen schon sehen, wenn ihr es jetzt live seht. Achso, wir sollen übrigens sagen, wie viele Zuschauer sind denn so? Da fragen wir. 73 Zuschauer, willkommen. Mhm. Also das bedeutet, die jetzt live gucken, können die Katzen nicht sehen, aber im HD-Mitschnitt werden wir sie vermutlich sehen. Ansonsten schneiden wir sie rein. Genau. Bilder von den Katzen. Ich gucke auch nochmal, hier sind noch Fragen. Genau, hier fragt Julia Bruckmann auch, wo ist Lisa? Lisa ist gerade wieder in ihr Häuschen gerannt. Tja. Genau, sie hat ordentlich Krach gemacht. Ja. Und vielleicht sieht man sie auch auf der GoPro, irgendwie den Bauch noch von ihr. Ich glaube, sie ist dann dran vorbeigesprungen. Aber ja, jedenfalls hat das Mikrofon das bedenklich gewackelt. Also freuen wir uns auf den kommenden Sonntag. Ich hatte ja auch im Forum oder in dem Artikel zu dieser Sendung geschrieben, dass ich Jailbreaks mit Release-Datum nicht traue. Weil zum Beispiel der im Dezember, das war ja auch ein Fake, da gab es auch ein Release-Datum. Jetzt ist es so, diesem Jailbreak traue ich mal, weil da sind amtliche aus der Szene, also amtliche Mitglieder der iPhone-Dev-Teams dran beteiligt und die werden das sicher nicht tun, einfach nur um Leute zu verarschen. Also da sind die Kompetenz in Jailbreak hat sich darum gekümmert. Also wir gehen mal davon aus, dass es den Jailbreak wirklich geben wird. Und im Moment ist der Status irgendwie 78% fertiggestellt, habe ich gerade noch gesehen. Also wir rechnen damit, dass das kommt. Probiert es einfach mal aus. Es wird euer Gerät zumindest am Anfang nicht sofort zerstören, das haben wir ja festgestellt. Und es wird auch nicht irgendwie langsamer oder schneller. Erfahrungsgemäß ist es so, dass es meistens nach dem Release noch einen weiteren gibt, also so ein Nachfolgerelease, wo noch ein paar Fehler behoben sind. Also wenn ihr zu den Early Adaptern gehört, müsst ihr vielleicht damit rechnen, dass es das ein oder andere Problem noch geben kann. Wenn ihr also vielleicht noch ein, zwei Tage wartet, gibt es vielleicht noch ein Update sozusagen und dann läuft es fehlerfreier. Jetzt kommt hier noch eine Frage, sehe ich gerade.
Ich war lange Zeit erfolglos auf der Suche nach einem Programm, welches das Display filmt. Wisst ihr dafür eine Lösung? Maurice Breitag fragt das wieder. Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Also meinst du das Display des iOS-Geräts? Da gibt es eine App, die heißt Display Rack. Mhm. Die gab es eine Zeit lang im App Store, sogar ganz offiziell. Aber das ist eine Funktion, die Apple nicht zulässt. Weil das bedeutet nämlich, dass du auf APIs oder direkt auf Speicherbereiche zugreifen musst, nämlich den Bildschirmspeicher. Und das verbieten sie. Also wenn es jetzt eine App sein soll, die... die nur auf dem iOS-Gerät laufen soll und ohne beispielsweise ein Mac oder so auskommen würde. Ja. Da gibt es ja nur einiges. Das hat auch Freund Christian, der ja lange Zeit in der Redaktion von Apple Talk war, benutzt für seine Film, für seine Spiele-Tests und so weiter. Ja. Wie hieß das denn nochmal? Keine Ahnung. Komm, schreiben wir vielleicht einen Artikel rein oder so. Ja. Auf jeden Fall gibt es da Software, die man vom Mac aus betreiben kann, wo man das widerspiegeln kann. Ach so, AirParrot. Irgendwie sowas in der Richtung, genau. Ja, das gibt es, das stimmt. Vielleicht beantwortet das ja schon die Frage. Guckt ihr mal, googelt mal nach AirParrot, also Luftpapagei. Mhm. Das könnte eine Lösung sein, dann hat man es gleich auf dem Mac in einem vernünftigen Format. So, es ist 21.45 Uhr und damit sind wir schon am Ende dieser Sendung. Okay, Schluss, tschüss. Genau. Ja. Nein, wir verabschieden uns natürlich ganz noch offiziell. Vernünftig. Ja. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Wir haben natürlich nur Allgemeinplätze gebracht, also die Technikexperten werden sicher noch besser Bescheid wissen, aber wir wollten euch das ein bisschen allgemeinverständlich näher bringen. Ja, wir bedanken uns bei euch dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und wie immer könnt ihr dann in 1 bis 2 Tagen auch die HD-Version dieses Beitrags sehen. Es kann sein, dass wir in der Zukunft direkt live senden können in HD, aber wir wissen einfach nicht genau wann. Wir haben uns jedenfalls beteiligt an so einem Programm und angemeldet und es kann sein, dass Google uns das zur Verfügung stellt. Wir können nur noch nicht sagen, wann das der Fall sein wird. Genau, ja. Daran arbeiten wir, da gibt es kein Release-Datum. Nee. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche gibt es uns wieder. Ja. Und wir freuen uns drauf. Ein Thema steht noch nicht fest, aber das werdet ihr dann auf apfeltalk.de lesen. Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende noch. Schönes Ciao. Wochenende. Ciao.